einmal vor, was wir damit machen könnten. Mit einer Kultur, die nicht denkt, es sei ein Problem, wenn kulturelle Vielfalt da ist und man müsste das behandeln, sondern eine Kultur, die weiß, wie wir Neuköllner, wie wir Kreuzberger, wie wir Schöneberger, dass kulturelle Vielfalt das Rückgrat unserer Gesellschaft ist. Menschen werden im Mittelmeer getötet. Menschen werden in Deutschland getötet. Menschen werden in Deutschland diskriminiert und ihr verlangt von uns, dass wir uns integrieren. Nein. Wir sind gescheitert. Dieses Deutschland ist gescheitert, dieses Europa ist gescheitert, wenn wir auf Flüchtende schießen, wenn wir Menschen in Polizeizellen verbrennen lassen, ohne zu sagen, dass das kriminell ist. Sagt mit mir zusammen, bleibe Recht für alle und auf Dauer um Europa keine Mauer. Bleibe Recht für alle und auf Dauer um Europa keine Mauer. Erschossen. Und ihr habt keine einzige Träne dafür vergossen. Und der Moment, wenn ihr Tränen vergießt, denn die Kirche brennt Europa, Paris. Nur dann, aber wann, wann hört es auf? Wann hört das auf? Wir müssen über die Rolle der Polizei in unserer Gesellschaft sprechen. Wir leben in einer Gesellschaft, in der die Besitzverhältnisse ungerecht verteilt sind. Und die Rolle der Polizei ist, diese ungerechten Besitzverhältnisse mit Gewalt durchzudrücken. Diese Rolle der Polizei stelle ich schwer in Frage. Menschen werden in Deutschland getötet. Menschen werden in Deutschland diskriminiert. Und ihr verlangt von uns, dass wir uns integrieren. Nach diesen globalen Black Lives Matter Protesten, nach dieser schrecklichen Ermordung von George Floyd, als wir alle gerade aufstehen und uns empören, das Wichtigste daran ist, dass wir das in Bahnen und Strukturen lenken, dass damit am Ende auch was passiert. Deswegen möchte ich von euch, organisiert euch, geht zum Migrationsrat, fragt nach einer Organisation, die euch passt. Wenn ihr People of Color seid oder wenn ihr schwarze Menschen seid, geht zum ISD, geht zu ADEFRA, geht zu IOTO, werdet Mitglied, verändert diese Gesellschaft, weil das passiert Stück für Stück. Wir sind nicht länger still, wir schauen nicht länger zu. Wir stehen zusammen, wir sind eine Crew. Gegen alle Rassismen solidarisch stehen. Ohne weiße Vorherrschaft und ohne Grenzen leben. Perspektiven zählen, Leben. Perspektiven zählen, Menschen leben.